So, wir bauen heute einen Strandstuhl. Und zwar ist dieses Video eine Kooperation mit Conmetall. Und das Team von Conmetall hat sich eine ganz süße Idee überlegt. Die haben gesagt, der Koffer muss reisen, um zu lernen. Und drum guckt er bei verschiedenen Influencern vorbei. Er war vor ein paar Tagen schon bei Angela von Kellerherz und wird weiterreisen zu Frank von Frank's Chat. Wir verlinken euch natürlich alle teilnehmenden Accounts unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch die Projekte, die die damit umsetzen, auch nochmal angucken. Und wir bauen heute einen Strandstuhl damit. Also, die ersten zwei Latten, davon brauchen wir 4 Stück, 1,20 und fast 1 Meter. Wie lang sind die? 2,40 Meter. Ich bin voll gut vorbereitet heute, ich habe eine Liste dabei, was ich genau brauche. The cannonballs and muskets and the weapons they use. So, und dann kann man da wirklich bequem drin sitzen. Kann man sich gut vorstellen, oder? If the burning of the engines could be powered by the smile on your face. Alles ganz neu und fresh, sieht so schön aus. Der Koffer wird übrigens auch verlost am Ende der Reihe, Anfang März, auf dem Instagram-Account von Conmetall. Und jeder von uns gibt eine Kleinigkeit dazu, so ein kleines Goodie. Müssen wir uns noch überlegen, was wir da machen. Vielleicht auch was typisch Portugiesisches, irgendwas. Wenn wir schon sagen, wir geben dem Koffer einen Strandstuhl mit und ein bisschen Sommersonne-Portugal-Feeling, sollten wir vielleicht auch ein bisschen was, ein Schirmchen oder was Portugiesisches. Pastéis de nata. Ach, so ein bisschen als Stärkung zum Merkel, aber das ist natürlich schlecht, jetzt mit hin und her zu schicken. Oder so Azulejos. So eine schöne Fliese, so als Untersetzer. Jeder von uns hat sich auf jeden Fall eine hübsche Kleinigkeit überlegt. Und die werden alle gesammelt mit dem Koffer auf dem Instagram-Account von Conmetall verlost Anfang März. Also guckt da unbedingt vorbei, verlinken wir euch unten in der Infobox. Das hier wird die Sitzfläche, durch die dann das so durchhängt. Und ich glaube, wir runden das hier oben nochmal ab und schleifen es erstmal ab, weil wir es dadurch, dass wir es schon zugeschnitten haben, eigentlich zusammenschrauben müssen. Klingt einfacher, als es ist, glaube ich, aber abschleifen wir es auf jeden Fall. Erster Step. Die Maße, die wir verwendet haben, wir verlinken euch das natürlich unten. Ich finde ja Schleifen immer eine sehr meditative Tätigkeit für die ersten drei Latten. Und dann denke ich mir, ach komm, könnte auch ein bisschen schneller gehen. Steffen hat gerade gesagt, er hat das alles schon markiert, welche wie lang sind. Und ich weiß jetzt, was das für komische Nummern waren, die ich so gewissenhaft da rausgeschliffen habe. Ich muss jetzt erstmal nachmessen, welches ist und welches wie zusammengehört. Also wir haben für den Mittelpart und diesen Part, der so hoch geht, ein bisschen breitere. Das sind die längsten und die breitesten. Also die beiden und die beiden. Meine Schuhe zwischendrin. Und die würde ich jetzt als erstes beide so zusammenschrauben und dann passen die natürlich ineinander. Also das eine in das andere. Und dann können sie so hin und her klappen. Ihr kennt ja das Prinzip. So, zwei Runde haben wir noch. Weil ich Runde haben wollte für das Makramee. Ich glaube, das sieht schöner aus. Das ist dann einmal hier oben. Und hier unten. Die sind auf jeden Fall schon mal gesetzt. Und dann haben wir für die Stabilität. Also das sind 47, das sind die für die hintere Klappleiste. Das kommt da hoch. Also das sind die längeren. Das ist die gleiche Länge wie das Rundholz. Das heißt, das kommt hier noch mit hin. Also das wird dieser Teil, der hinten dran schwingt und der dann unten so einrastet und man kann sich dann tiefer legen oder höher. Ich glaube, jetzt muss man es einfach zusammenschrauben, oder? Also ungefähr 3 cm. Soll ich gleich schrauben? Am besten schon, ne? Oder erst vorbauen alle? Erst vorbauen. Wie du willst. Ich schraube gleich. Also möchte ich auch meinen Koffer hier ausprobieren. Man kann alles mit einer Hand rausnehmen, steht mit drin. Ich habe auch gedacht, praktisch. Ich muss dann noch nicht mal den Bohrer weglegen.
Sieht schon alles sehr gut und sehr wertig aus, ne? As little children we would gather round, to us he was a giant. Das war ein bisschen schwungvoll. Ich habe schöne lange Schrauben genommen, damit das halt wirklich gut hier aufeinander hält. Ich würde jetzt den auf die gleiche Höhe machen und dann ist die Frage, wo kommt das Makramee-Rundholz rein? Am besten natürlich passt weiter oben noch als die Halterung, damit es praktisch so schön drüber hängt und von ganz oben beginnt, oder? Was meinst du? Ja. Also machen wir hier so 10 cm oder sowas. Ich habe festgestellt, es ist magnetisch. Voll praktisch. Das ist auf jeden Fall das lange. Das ist auf 3 cm Höhe. Genau das ist, je nachdem wie man es misst, irgendwas zwischen 1,2 und 1,5. Voll gut, voll praktisch. So, dann schreiben wir jetzt den zweiten Rahmen zusammen. So. Wo ist das Löchlein? Hier. Ich habe schon mal gesagt, dass ich mich auf die Werkstatt freue. Also ich arbeite ja gern auf dem Boden, aber Tada. Okay, also hier kommt dann das Makramee durch. Bis hier hoch, an dem anderen Rundholz festgemacht. Und hier hinten und das hier irgendwie so gestützt. So. Cool, oder? Jetzt brauchen wir im Endeffekt eigentlich nur noch unsere Verbindung hier und hier und unsere Ecken hier unten, damit es einrastet. Ist jetzt die Frage, auf welche Höhe machen wir das? Also das. So. Es passt wirklich saugend, schmatzend aufeinander. So. So. Zu tief darf es auch nicht sein, weil es hängt ja dann nochmal so durch. Also meine zwei Rahmen passen wirklich perfekt aufeinander, was ich dabei gar nicht bedacht hatte. Ich habe ja das so ein Stückchen weiter hier runtergesetzt, wegen der Stabilität. Aber es ist natürlich ideal, wenn es jetzt genau so noch reinpasst, dass man es eben so nach innen einklappen kann, dass es genau ineinander versenkt ist und dann ausklappt. Also, hat jetzt den richtigen Wendepunkt sucht. Wie steil muss denn das stehen? Setz dich doch mal rein. Ja, jetzt vor allem mit dem Bauch ganz besonders easy. Ich denke ungefähr so hier. Warte mal, wie viel ist es denn? 4,4. Dann soll es 2,2 sein hier. Noch ein bisschen weiter im Wohnzimmer verteilen, das gehört. Ich habe ja so eine schöne Sechskantschraube, die das auch wirklich gut hält. Unterlegscheiben dazwischen. Und eine Rundmutter, damit das oben ordentlich aussieht. Und dann machen wir das mal schön fest. Ist ja schon schön, wenn das alles so seinen festen Platz hat und so ordentlich aufgeräumt ist. Das hält jetzt schon fast. Brauchen wir gar keine Halterung hinten. So, die machen wir jetzt hier so. Gleiches Prinzip. So, hier so. Sieht das okay aus mit Distanz? Ich will schon liegen. Meinst du es da, Mann?
Kannst du nur ein bisschen runterklappen? Nee, ne? So, also so sieht es schön niedrig liegend aus. Und von da kann man es dann jetzt noch höher stellen. Also es muss relativ weit oben sein. Wahrscheinlich auch wieder so 30 cm. Also ich mache mir jetzt hier eine Markierung. Und 23 cm. Von oben sind es 23,5. Jetzt auf der anderen Seite nochmal bei 23,5. Brauchen wir da jetzt auch nochmal zwei Muttern. Das ist doch jetzt ein geiles Teil. Jetzt brauchen wir nur noch hier hinten die Einraster, beziehungsweise wir brauchen natürlich unser Makramee noch in der Mitte, aber hier hinten natürlich noch die Kerben drin. Das machen wir aber lieber morgen. Also wir ziehen zwar hier aus, aber jetzt hier abends um 11 noch mit der Stichsäge rumzuhantieren, ist, glaube ich, nicht so nett der Nachbarn gegenüber. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so schlau war, das hier so weit auseinanderzubauen. Ich dachte, für die Stabilität ist das bestimmt gut. Aber wenn ich es jetzt so sehe, denke ich, dass es wahrscheinlich sogar ziemlich da aufliegt. Aber gut, das lassen wir jetzt. Das werden wir dann sehen, wenn wir fertig sind. So, jetzt kommen natürlich die Knoten rein. Wir haben ein bisschen eine Seildehnung und wir wollen ja, dass das so ein bisschen durchhängt. Also man nimmt immer bei so Kreuzknoten ungefähr die doppelte Länge von dem, was man am Ende an Arbeit haben will. Und ich hätte hier unten noch gern so ein paar Fransen dran. Also nehme ich von dem jetzt die doppelte Länge. Oder? Ja, von dem die doppelte. Dann sind sie zwar recht lang, aber das wäre jetzt schon echt doof, wenn man dann kein Seil mehr hat. Also lieber am Ende ein bisschen was über. Ich dachte, ich bringe mal noch ein bisschen Pep rein. Ein bisschen schwarz-weiß. Weiß noch nicht, ob ich Streifen mache oder einfach einen breiten Streifen oder so, aber ich glaube, es hebt sich nochmal cool ab. So, ich habe jetzt links 6 weiße, rechts 6 weiße und in der Mitte 12 schwarze. So ein paar Abstände braucht man ja auch, das soll ja auch einen schönen Makramee-Look ergeben. Jetzt habe ich hier so eine richtige Gardine dran. Da mache ich jetzt einfach Kreuzknoten drauf, praktisch wie bei der Makramee-Handtasche. So dieser einfachste, klassischste Makramee-Knoten. Man nimmt immer 4, legt dann den linken drüber, den rechten über den linken, geht hinten rum und durch das entstandene Loch wieder rüber. Und dann macht man das Ganze noch einmal andersrum. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, was wir als Mitbringsel mitgeben. Ich finde die Idee mit den Fliesen gar nicht so schlecht. Ja, es ist irgendwie sehr typisch, ne? Und was gibt es noch so Typisches aus Porto, was man so als Tourist kommt, man an den Sardinen kommt man eigentlich nicht vorbei. Egal, ob Sardinen-Saison ist oder nicht, gibt es die in der Dose als Mitbringsel. Da wollen wir einfach so ein kleines Porto. Genau, ein kleines Porto-Care-Package. Da gibt es eine Fliese und eine Sardine als Stärkung. Das ist doch lustig. Machen wir das. Es geht gar nicht mal so schnell voran. Das Problem ist immer, wenn man weiß, dass da ein Fehler ist, kein anderer wird ihn je sehen. Aber wenn man es selber weiß, dann sieht man den immer. Ich gehe nochmal auf. Ich nehme an, dass es sich auch noch ein bisschen dehnt durch die Baumwolle. Also allzu durchhängend sollte es auch wieder nicht sein. Aber ich glaube, das Doppelte brauche ich schon nochmal. Aber gut. Ich mache es mir wieder bequem. So, ich gehe jetzt schlafen. Ich habe es jetzt so weit wie möglich geknotet. Hat jetzt noch mal so 3 Stunden gedauert. Morgen säge ich hinten noch rein, damit die Rückenlehne nicht runterrutscht. Und befestige das noch unten. Und dann, das glaube ich, ziemlich nice. So,
So, welche von beiden sollen wir denn mitgeben? Die blaue ist irgendwie traditioneller, oder? Das ist das Klassische, ne? Das ist total schön gemacht. Man sieht so richtig die Pinselstriche noch. Also die werden alle noch mit der Hand gemalt. Und sind wirklich sehr typisch für Porto. Nehmen wir die. Das ist mein Teppich. Er sieht im Moment noch ein bisschen kurz aus. Aber ich glaube, die Knoten ziehen sich ja noch mal fest, sobald man sich da reinsetzt. Und das Baumwollseil auch noch. Also viel länger würde ich es nicht machen, damit es einfach auch nicht zu sehr durchhängt dann. Die knote ich jetzt hier unten fest. Und dann testen wir mal, beziehungsweise dann machen wir erstmal hinten unsere Zinken rein und dann testen wir. Nicht, dass hier jemand von uns durchrutscht. Ich mache jetzt einfach ganz normale Doppelknoten erstmal unten drauf und dann gucke ich mir an, ob ich da irgendwie nochmal, vielleicht nochmal Kreuzknoten, einfach um es ein bisschen zu fixieren oder die nochmal so über, also dass ich dann nochmal Knoten, also das, um, dass ich es einfach noch ein bisschen besser fixiere. Es passt genau von der Länge, also würde ich sagen, kürzer wäre nichts, länger wäre auch nichts. Eigentlich muss man ja jetzt so schräg hier rein, oder? Dass das so in diesem gleichen Winkel ist. Dann mache ich hier mal einfach so einen 11 cm Abstand. Also mache ich es da drüben auch nochmal so. Cool. Vielen Dank, Arcon Metall, für die Unterstützung für dieses Video. Wir haben uns sehr gefreut und Steffen hat schon 1000 Einsatzideen für den Koffer. Also nehmt unbedingt an der Verlosung teil. Wir schreiben euch alle Details nochmal in die Infobox. Die findet statt Anfang März auf dem Instagram-Kanal von Arcon Metall. Und es geht weiter bei Frank. Verlinken wir euch natürlich auch. Ich hätte jetzt gerne ein Eis vom Kameramann oder einen Drink.